Yo Leute, Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem wunderbaren und wirklich sehr wichtigen Video auf diesem Kanal. Ich glaube immer, wenn ich hier irgendwas auf diesem Kanal hochlade, sage ich, ja, das ist ein ganz toll wichtiges Video. Diesmal geht es wirklich um ein absolut wichtiges Thema. Aber ja, diesmal kann ich euch sagen, geht es wirklich um ein wichtiges Thema. Denn ich habe heute etwas per Post bekommen, worauf ich sehnsüchtig seit einem Jahr drauf warte. Es war mit vielen Komplikationen verbunden, aber letztendlich hat ein offener Beschwerdebrief dazu geführt, dass das, was jetzt vor mir ist, meins ist, dass ich das meins nennen darf. Und zwar geht es um einen Award, den man auf YouTube erhält, wenn man 1 Million Abonnenten geknackt hat. Diesen Award bekommt man in sehr viel kleinerer Form auch schon, wenn man 100.000 Abonnenten geknackt hat. Dann bekommt man automatisch in YouTube Dashboard so ein Feld angezeigt, da klickst du rauf und dann bekommst du einen Code, den du irgendwo eingeben kannst und dann kriegst du das hier. Als Dank von YouTube, dass du diese Zahl auf YouTube erreicht hast, kriegst du das hier zu dir nach Hause geschickt. Kurze Werbeunterbrechung. Was? Das ist doch Pulp Fiction. Hä? Das sind doch Twitch-Emotes, die jeder kennt. Das ist doch schon wieder Pulp Fiction. Ich glaube, es ist Zeit, heute mit euch über einen neuen Werbepartner zu reden. Dieser Werbepartner heißt Displate. Displate ist ein Metallposter-Hersteller in sehr guter Qualität. Die gute Qualität sieht man auch, wenn man hinten rauf guckt. Und zwar The Master of Production, der dieses Bild erstellt hat, hat seine Handsignatur hier hinterlassen. In dem Fall hieß er A. Grüße geht raus an A. Was auch sehr nice ist, ist die Befestigung an der Wand. Du musst nicht irgendwelche Dübel in die Wand machen oder irgendwelche Nägel reinhämmern, sondern du musst einfach nur diesen Klebestreifen hier ran machen. Dann machst du hier diesen Magneten ran und schon hält das Ganze magnetisch, weil das ist ja Metall, verstehst du, richtig geil. Und wenn du mal keinen Bock mehr hast auf dasselbe Motiv, kein Problem. Displate bietet dir 1,4 Millionen verschiedene Motive. Und wenn dich meine kleine Werbeanzeige jetzt dazu motiviert hat, dir vielleicht auch so eins zu holen, dann ist unten in der Beschreibung ein Link. Dort kannst du raufklicken und dort siehst du mein Profil auf Display. Dort siehst du auch die Connections, die ich eingesetzt habe. So, du kannst da dort diese sehen und ich habe noch 3 andere gemacht oder 4 oder 5 andere. Und wenn du über meinen Link kaufst, also wenn du vorher auf meinen Link klickst, bevor du irgendwas kaufst, dann hast du mit 1 oder 2 Displays, die du kaufst, hast du 26% Rabatt. Und wenn du aber +3 holst, dann hast du 36% Rabatt. Und jetzt geht das Video weiter. Ich muss sagen, ich habe das heute schon realisiert, weil ich schon seit einem Jahr 1 Million Abonnenten habe. So, damals war natürlich krasser. Ich weiß noch ganz genau, ich war auf Madeira in der Wohnung gewesen und habe auf dem Balkon auf Madeira das Video gemacht. Ich habe 1 Million Abonnenten geknackt. Da war ich übergeflasht. Heute kann ich damit umgehen. Ist auch ein bisschen still. Ihr seht ja, auf YouTube passiert nicht mehr ganz so viel. Dafür bin ich aber extrem viel auf Twitch, online twitch.tv/Tanzverbot. Das soll jetzt hier nicht abwertend für YouTube sein. Ich weiß, Amazon, Google, die mögen sich nicht ganz so doll. Ich mag euch beide. So, auch wenn es hier Komplikationen gab, so ein paar. Letztendlich haben sie ihn mir gegeben und darüber bin ich sehr froh. Und ich werde jetzt diesen wunderbaren, hoffentlichen Play-Button, vielleicht verarschen die mich auch so, vielleicht hat YouTube auch gar keinen Bock auf mich und ich mache das hier auf und da steht: No, we don't want you here, nothing. Wer weiß, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt hier dieses wunderbare Stanley-Cuttermesser neben mir und damit werde ich jetzt hier behutsam, wie ich bin und aufgewachsen bin, diese Klebestreifen abmachen. Ich habe noch nichts aufgemacht. Ich weiß nicht, was drin ist. Ihr seht, alle Klebestreifen sind noch dran. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist und wir werden live darauf reagieren. Ich bin echt gespannt, weil das, was sich hier drin befindet, das haben tatsächlich, das kann man einfach mal sagen, ohne dass der Eigenlob jetzt stinkend wirkt, das haben nicht ganz so viele Leute erreicht. Also ich glaube, insgesamt haben nur 5.000 Leute 1 Million Abonnenten auf YouTube erreicht. Nee, das ist, YouTube ist so ein Riesenkosmos. Wie viele Leute schon 1 Million Abonnenten erreicht haben, da fühlt man sich einfach wie nichts Besonderes mehr. Aber es ist einfach schon eine krasse Zahl. Das kann man nicht anders sagen. Gerade wenn ich überlege, was ich für ein Mensch bin, wie oft ich anecke, ist es einfach krass. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals, wo ich noch Kontakt mit meinem Vater hatte, so leicht, da habe ich ihm gesagt, also ganz ehrlich, das Höchste, was ich mir zumute, sind 250.000 Abonnenten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr Leute gibt, die ich noch für meinen Content begeistern kann oder meine Art und Weise. Und jetzt hänge ich hier mit 1,1 Millionen Abonnenten, die jetzt natürlich ein bisschen schleppend nicht vorangehen, weil, ja, ich mache halt nichts und dann interessieren sich die Leute nicht mehr für mich. So ist das Leben. Ich bin aber auf Twitch online. Das kann ich immer wieder erwähnen. Und ich werde jetzt das allererste Mal das Ding hier aufmachen. Und hier ist auch noch, ich bin so aufgeregt, endlich wieder ein YouTube-Video. Und hier muss auch noch aufgemacht werden. Alter, das ist so krass. Ich würde so lachen, wenn YouTube mich jetzt einfach verarscht hat und hier einfach irgend so ein Prank-Ding drin ist. Eine Bombe oder so. Alter, das ist jetzt das allererste Mal. Oh, ich sehe nichts. Okay,
Alter, ich sehe ein bisschen Gold. Ich mach jetzt dieses Schaumstoff weg und. Dicker! if you took one step for each subscriber you have, do you know? Ja, hier. Dankeschön, Susan Wojcik. Ja, die auf jeden Fall persönlich unterschrieben hat. Hier ist so eine Danksagung nochmal als Brief von YouTube. Könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Das mache ich gleich natürlich privat, damit will ich euch nicht nerven. Und wieder ein Kärtchen, so wenn man das bestellen will. Übrigens habe ich durch interne Aussagen schon mitbekommen, dass man den hier auch bestellen kann für 500 Euro. Jetzt versteht ihr auch, warum ich so darum gekämpft habe, den von YouTube zu bekommen, weil ich keine 500 Euro ausgeben will. Ja, das ist schon... Alter, Junge, wie der aussieht. Haben die meinen Namen richtig geschrieben? Ja, das wäre jetzt so Tantulo. Einfach falschen Namen. Oh, Junge, ich hol den jetzt hier raus. Oh. Was ist das hier? Ach so, ja, hier. Das Team bedankt sich nochmal für die Bestellung. So, das lege ich mal zur Seite. Alter, wie der aussieht. Oha. Ist das ein Größenunterschied? Warte mal, ich muss mal kurz den... Ich hol mal kurz den Vergleich zu den 100.000er. Das hier ist der von meinem Fahrverbot-Kanal. Also, wen es interessiert, der kann gerne auch meinen Autofahrkanal abonnieren. Da kommt bestimmt irgendwann mal wieder was. Da habe ich auch die 100.000 Abonnenten geknackt. Und das ist so ein neumodischer... Das ist hier so ein neumodischer Playbutton. Der ganz alte... Der ganz alte sah so hier aus. Also so sieht der ganz alte aus. Und den gibt es nicht mehr. Das ist auch der 8 Wochen gebraucht hat. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal ganz kurz den Größenunterschied angucken, das ist ja mächtig. Junge, 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 Junge. Ich pack den jetzt hier erstmal aus der Folie aus. Oh Gott, ich bin aufgeladen. Oh oh, ich bin aufgeladen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, sieht das edel aus. Ja, wenn ich die Augen zumache und mich jemand fragen würde, wie riechen 1 Million Abonnenten? Genau so. Oh, ist das ein schönes Ding. Guckt euch die Farbe an. Ist es echt Gold? Weiß ich nicht. Der ist noch so sauber, der wird nie wieder so sauber sein. Presented to Tanzverbot for passing 1 million subscribers. Junge. Das ist so ein krasses Gefühl, weil ein hier einfach nochmal so der Erfolg, es hört sich komisch an, aber es ist ja ein Erfolg. So für mich ist es ein Erfolg, 1 Million Abonnenten zu erreichen. Und ich glaube auch für jeden anderen Menschen ist es Erfolg, weil das ja nicht einfach irgendeine Zahl ist, sondern es ist die Zahl. Es ist 1 Million, das ist krank. Und hier, und das visualisiert mir nochmal so diesen Erfolg. Und das ist einfach krank. So sieht er aus. Guckt euch dieses Riesending an. Das werde ich mir hier irgendwo schön an die Wand hängen. Oh, ist das, ey, das ist gerade so ein schöner Moment, wirklich. Das ist krass, Alter. Leute, wirklich an dieser Stelle nochmal gesagt, vielen Dank für eure Unterstützung, die ihr mir leistet, obwohl ich wirklich ein extrem anstrengender Mensch bin, mit meiner Impulsivität, mit meinen Kontrollstörungen, mit meinen Ausrastern, wo ich auf einmal so ein Zeug mache. Das ist nicht krankhaft, ich habe einfach Bock darauf, weißt du. Dankeschön für eure Unterstützung, wirklich, das ist gerade ein wunderschöner Moment, der mich einfach nur glücklich macht und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. An dieser Stelle, ich weiß nicht, es ist einfach ein schöner Moment gerade. Dankeschön für alles, wirklich vielen Dank, dass ihr an meiner Seite bleibt und oder seid. Und ja, bis zum nächsten Video in 5 Jahren. Haut rein, Leute, ich liebe euch. Haut rein.